Servus Leute, ich habe jetzt Leitbild hier im Interview und ja, du stellst einfach mal die Band vor. Ja, wir sind Leitbild aus Frankfurt am Main. Wir sind normalerweise 5 Musiker, heute sind wir sogar zu 6. Patrick ist unser Gastmusiker, der heute mit dabei ist und auch mit der Leadgitarre spielt. Nicht schlecht. Ihr seid jetzt seit wie vielen Jahren als Leitbild unterwegs? Seit 2 Jahren. 2 Jahre jetzt. Wir haben letztes Jahr unsere erste EP rausgebracht, unsere erste CD. Kann man auch überall käuflich erwerben. Und im Moment nimmt es richtig Fahrt auf, würde ich sagen. Richtig cool. Richtig Fahrt heißt, ihr habt mehrere Konzerte noch in der nächsten Zeit vor euch. Wo und vielleicht sogar bei größeren Bands? Ja, wir sind momentan auf Tour halt. Jetzt ist heute jetzt der 4. halt, den wir jetzt auf der Tour haben. Jetzt haben wir 3 Wochen Pause und dann geht's weiter. Jens, kannst du mal gerade was, wo ist es? Der weiß jetzt immer besser, wo wir sind. Am 30. Oktober spielen wir mit Wilde Jungs im Nachtleben in Frankfurt. Dann am 31. Oktober mit Enorm und Thekenproleten in Herdorf. Im Rattenloch. Dann am 11.11. in Franken mit noch 2 anderen Bands und am 9. Dezember in Marburg mit Live Tios, einer Onkels Coverband. Und das war's dann erstmal für dieses Jahr. Das klingt auch nach viel Fahrerei. Wie macht ihr das? Habt ihr einen Bandbus oder fahrt ihr mit vielen kleinen Autos? Ich habe heute ein kleines Foto von euch auf Facebook gesehen, wo ihr in ein Auto gequetscht wart. Ja, das ist der wunde Punkt halt. Wir würden uns einen Bus wünschen, haben auch da vorne am Merchandise-Stand gibt es auch so eine schöne Box, die Sarah entworfen hat. Das ist so eine Spendenbox, da steht drauf, wir wünschen uns einen Bandbus und wer spenden mag, der darf spenden. Ja, und sonst sind wir tatsächlich in Autos gequetscht. Ja, also heute noch diesen, wie hat es Jens so schön genannt, Pampers Bomber, also einen schönen Sarg oben drauf gespannt, dass er ja alles mit kann. Jetzt Montag hatten wir ein Konzert, da sind wir tatsächlich sogar mit 3 Autos gefahren. Und das ist halt schon immer schwierig, je weiter die Konzerte weg sind, ist halt umso schwieriger, wenn du mit 3 Autos fährst. Kostenfaktor ist halt dann auch relativ hoch. Ja. Das heißt, Kostenfaktor relativ hoch, ihr habt ja sonstige Kosten auch noch. Das heißt, am Ende bleibt am Ende wirklich nur Hobby das oder ist das schon so leicht mit Beruf? Naja, also wir verbinden das ja auch schon mit unserer eigenen Freizeit und mit unserer eigenen Lust und Spaß am Leben. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen irgendwo hinfahren, nur spielen und das war's dann so. Also wir wollen ja auch das Gefühl erleben mit den Leuten. So, das heißt, wir leisten es uns auch jetzt wie am Montag zum Beispiel dann die Übernachtungskosten. Mein Gott, das kommt dann auch noch mit dazu. Im Endeffekt bleibt nicht viel bei übrig, aber es macht ja Spaß. Und wenn man auf Null rauskommt und Spaß hat und die Leute freut, das ist uns das Wichtigste. Und wir reinvestieren ja jeden Cent und jeden Euro, der dabei rumkommt und sagen, okay, wir wollen den Leuten ja auch was bieten. Wie jetzt momentan sind wir auch wieder dran, dass wir sagen, wir wollen alles, was gerade reinkommt, investieren in neue T-Shirts zum Beispiel, ein neues Motiv, dass die Leute wieder was haben, was ihnen auch wieder gefällt. Genau, also das ist die Grundidee. Zum Thema, ob es Spaß macht, ist ganz klar, sonst wäre ich nicht hier. Ist es auch so. Ja? Ich wurde vor vier Wochen gefragt und im Endeffekt bin ich gestern aus München nach Frankfurt geeiert, 4,5 Stunden. Und jetzt von Frankfurt hierher. Also das sieht ja, was das Bock macht. Aber gestern haben wir nochmal geprobt, nochmal durchgeladen. Es macht einfach Fun, mit allen zu spielen. Das ist halt der Punkt. Ne? Habt ihr denn so eine Location irgendwo in Deutschland, wo ihr unbedingt mal spielen wollt als Headliner? Ja, Waldstadion Frankfurt, würde ich sagen, oder? Ja. Waldstadion Frankfurt, ja. Oder fangen wir mal mit der Festhalle an. Festhalle, aber, ja, kleine Brötchen backen. Erst aber Commerzbank Arena irgendwann. Commerzbank Arena wäre natürlich Burner. Das geht nicht anders. Das heißt, das sind noch so kleine Unstimmigkeiten, wo es dann hingeht. Ja, also ich könnte mir auch das Zeppelinfeld in Nürnberg vorstellen. Da war ich erst letztes Jahr bei AC/DC. Also. Ja. Das sind ja schon mal große Pläne. Heißt das, ihr habt ja Pläne, ein Album wird bald kommen oder ist das noch weiter Ferne? Ja, wir hatten halt jetzt auch ein bisschen damit zu kämpfen, dass wir jetzt immer mehr Konzerte hatten, dass wir jetzt Besetzungswechsel einfach haben. Wir hatten eigentlich angedacht, ein Album jetzt im Frühjahr nächstes Jahr rauszubringen. Das haben wir jetzt ein bisschen hinten angestellt. Wichtig ist uns jetzt erstmal zu sagen, okay, wir wollen weiter gucken. Wir wollen gucken, dass eine Band auf festen Füßen steht, dass wir ein Team werden, dass wir eine Gemeinschaft werden und das Album vielleicht nochmal in den Herbst verschieben, dass man da dann guckt, dass man den Leuten auch wirklich ein eingeschweißtes Team bietet, wo dann sagst, okay, da ist ein geiles Album, da ist eine geile Band, da habe ich Bock drauf. Dass es einfach schön und ehrlich und cool rüberkommt. Das heißt im Endeffekt, das Publikum merkt, ihr seid gute Freunde und ihr habt einfach Bock drauf, da eure Session zu spielen. Genau, so soll es passieren. Das ist das Ziel. Dann danke ich euch für dieses kurze, knackige Interview. Vielen Dank dir. Super Antworten. Und Leute, wenn ihr was wollt von den Jungs, spendiert Geld, damit bald vielleicht der Bandbus kommt. Vielen Dank. Ciao, Leute.